Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. So, ich denke mal, jetzt geht's hier runter und ich hoffe mal, da unten finde ich wieder eine schöne Kiste, wo ich da meine ganzen Sachen wieder upgraden kann. Ich habe auch gerade eine neue Pistole gefunden und mir geht's, glaube ich, gerade nicht so gut. Ah, schon besser, weil überall war noch Blut. Blut. Na, was ist los? Komm her. Komm hier. Da guckst du, ne? Was hab ich denn noch? Ach, fuck. Nein, ich habe die Schrotflinte gegen die andere Pistole ausgetauscht. Das war so ein bisschen blöd. Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Ganz einfach. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Glaube auch. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht. So, nehmen wir mal die Waffe, die ist ja auch ganz nice. Sieht aus wie ein Pilz oder sowas. Oh, was ist denn hier los? Oh, ich dachte schon, da wäre ein Rätsel. Das wäre nichts für mich gewesen. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Eine tolle Tür. Ich meine, brauchen wir ja nur dran gehen, dann geht die auf. Oh, das ist der Virus. Ich glaube, das ist der Virus, hör mal. Alles oder nichts, Ende. Präzision 100%. Weiter. Ja, sauber, ein S. Das macht die ganze Statistik hier kaputt. Bisher bei Resident Evil Revelations. Yeah! Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Weil er eine Verräterin ist. Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Ventrum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Obwohl, selbst wenn die sinkt, ne, der Raum ist da super sicher, was soll da passieren? Was ist denn da los? Episode 9, kein Ausweg. Aber der Tür da gerade? Ach, die gibt's ja auch noch. Was zum Teufel hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Was war das denn? Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte! Boah, die sind aber gerannt, was? Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt?
Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Voll die Fettigen. Ah, guck mal, hier war ich doch schon mal. Wir liegen jetzt hier wieder neue Sachen rum. Ah, guck mal. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. Na, hier lag der Schraubendreher rum. Hey. Sind die immer fertig? So, jetzt hier. Wow. B.O.B. Ich wusste, Veltro hängt mit drin. Tja, aber nicht die ganze Zeit. Was? Wen juckt's? Schieß, verdammt! Jemand Bestimmtes sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das... Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. Ach komm, ein bisschen wäre doch was. Hier scannen wir jetzt nochmal ein bisschen ab. Oh, ich habe letztes Mal eigentlich viel gefunden hier. Oh, leer. Ich meine, man kann ja nie wissen. Vielleicht ist hier wieder was drin. Da hat es ja einer aufgefüllt. Ah, das kennen wir schon, oder? Ich glaube ja. Ding. Hui, los, drück. Haben wir denn noch eine schöne Schröte haben wir noch dabei und eine Pistole. Und einen Raketenwerfer, der da liegt. Na toll, voll die Qual jetzt. Was nehme ich mit? Hm, ist das wirklich ein echter MB-28? Klar. Leider, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Boah, sieht nicht gut hier aus. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB-28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Und ich soll den Stromgenerator anwerfen. Allen Anschein nach schon. Wo kann ich denn überhaupt drauf? Ah, hier. Guck mal. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch mehr Generatoren? Ja, bleib doch mal ruhig. Was ist denn los mit dir? Ach, guck mal. Der Python. Also ich nehme jetzt erstmal irgendwas. Hier wird ja schon gleich irgendwas passieren. Bam. Gut, Energie. Starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB-28 in ein paar Minuten schaffen. Sehr gut. Grinder! Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Oh. Hä? Will er mich nicht? Achso, hat mich nachladen lassen. Danke. Scheiße. Die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Sehr gut. Die FBC mag meinen unerlaubten Zugriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihre geheimen Server. Ach, die sind gesteuert? BTF? Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschafft mir Zeit, um alles zu knacken. Okay, die Waffe ist leer. Wie lange denn noch?
Mal sehen. Das sind jetzt 28%. Ah, sauber. Der Baby ist lahm. Voll lange. Hui. Was haben wir denn da? Oh. Oh, 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 mein Gott. Da drüben sind mehr. Haha, krass. Oh fuck, ich bin zu nah an den Kisten hier dran. Oh fuck, da wollte ich nicht. Da kommt bestimmt noch ein Dicker. Och nee. Oh nein. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt? Der Zwischenspeicher versagt. Ein Generator muss aus sein. So ein Mist. Warte hier. Quint, hat es geklappt? Alles okay? Oh ja, mein Gott. Okay, danke. Okay, warten, bis sie dran sind, die Viecher. Das läuft besser, oder? Komm, hier ist noch einer. Ja, sehr gut. 54. Okay. Na also, jetzt läuft's doch. Ja, genau. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinhacken bemerkt haben. Du musst sie aufhalten. Okay. Oh nein! Dafür schuldest du mir richtig was. Bam! Oh, sauber. Wie lange noch? Das nervt langsam echt. Eine. Eine habe ich noch. Oh fuck, war gar nicht drin. Zu viel. Raketenwerfer ist zu viel. Augen auf, du Ochse. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Direkt nachladen. Das ist geil, ich hab da nichts mehr. Ich hab gleich nichts mehr drin. Oh fuck. Bam! Oh. Irgendwo hier hoch, irgendwo hier hoch. Wo war denn die Leiter? Geh weg. Oh fuck. Guck mal, Granate. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Aber die Feinde sind immer noch da. Stimmt, lass sie nicht an die Daten. Viel Glück. Danke. Ich mach dich für dich kalt. Und ich sag dir, warte gefälligst, bis ich wiederkomme. Sehr gut. Quickscopen. Jetzt können wir einen Blick auf die Daten werfen. Bereit? Noch nicht. Ich sag einfach mal, mein Gott. Bis im nächsten Part. Tschö.